Hallo mein Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie man ein paar Lebkuchen auf Obladen backt. Dazu verkneten wir jetzt gemahlene Haselnusskerne, Ei, braunen Zucker, gewürfeltes Orangenaad, gemahlene Mandeln und Rumaroma. Das Ganze braucht ihr jetzt nur noch zu verkneten. Dann braucht ihr runde Obladen und dann nehmt ihr einfach ein Messer. Nehmt etwas von der Masse und streicht die auf die Obladen oben drauf. Die Lebkuchen legt ihr dann auf ein Backblech, was ihr vorher mit Backpapier belegt. Die Teigmasse reicht für ungefähr 2 Bleche Lebkuchen. Dann backt ihr jedes Blech bei 180 Grad ungefähr 15 Minuten. Nach dem Backen lasst ihr die Lebkuchen kurz abkühlen und dann könnt ihr die Lebkuchen noch mit fertiger Glasur überziehen. Welche Glasur ihr da nehmt, ist euch überlassen. Ihr könnt die Lebkuchen auch so lassen, ihr braucht keine Glasur drüber zu machen. Und damit haben wir dann unsere Lebkuchen fertig. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder. Lasst das Ganze jetzt noch schön trocknen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!